Guten Hi. Tag. Hallo. Hallo. Ja, ich überlasse es dir. Entschuldigung. Hallo, herzlich willkommen hier bei M3, dem Minismalen Moschen Ja. und dem Miniaturenmagazin von. Ist nicht, der Titel ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja, M3, also das ist Ja. dann, dadurch haben wir immer noch wenigstens die Option, Markus Miniaturenmagazin zu machen, damit er Ah, noch ein schön. Format übernimmt. Aber ja, M3 ist ja schon mal praktisch. Und was sollen wir hier machen? Alles rund um. Ein sehr, sehr cooles Rollenspiel, nicht Rollenspiel, ein Hobby, nämlich Tabletop-Miniaturen, Miniaturen-Brettspiele. Ja, bemalen, zusammenbauen, was für Materialien gibt's. Vielleicht, wenn ihr dieses Format toll findet und sagt, hey, das müsst ihr unbedingt weitermachen, können wir gerne auch da mal so kleine Let's Plays machen. Schlachtberichte, ja. Genau, Schlachtberichte. Ansonsten würdest du dich dann regelmäßig auch Leu mit Leuten aus der Szene unterhalten. Wenn die kommen wollen, ja. Wenn sie kommen wollen, natürlich. Zum Beispiel auch mit unserer grandiosen 3D-Künstlerin, die ja schon etliche sehr, sehr geile Miniaturen und Figuren gemacht hat. Genau, ihr habt die zum Beispiel dann wahrscheinlich schon im Collectors Club gesehen, wenn ihr DSA-Fans seid. Da gibt es ein paar DSA-Persönlichkeiten. Offensichtlich sind in der DSA-Community alte Männer mit Bart, die Magie machen, sehr beliebt. In diesem Kontext vielleicht auch nochmal zu sagen, wir haben ja noch mehr Miniaturenbegeisterte hier Ja. in der Firma und der Jan von dem alten Männerstream hat auch schon angeboten, dass er vorbeikommt und einfach mal Sachen aus seiner Miniaturensammlung zeigt. Der hat nämlich Zinnfiguren, die sind älter als wir. Oh ja, eindeutig. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass unser Regie-Philipp oder unser IT-Chris mal mit uns was spielen. Ich glaube, gerade IT-Chris ist ziemlich hart dabei, wenn es um Blood Bowl oder so geht. Wenn Ja, wir da mal eine kann Liga sein. machen. Also von daher, das liegt aber natürlich an euch, wenn ihr sagt, hey, das Format ist cool, dann machen wir das weiter. Genau, gebt uns gerne Feedback. Das ist jetzt sozusagen der kalte Start mit Episode 0, wo wir einfach Sachen ausprobieren werden. Ich weiß nicht, ob die Regie hier einfach schon mal das Ding splittet oder ob wir das dann ersehen. Wir haben ein paar Miniaturen mitgebracht, die wir Genau. dann hier im Verlauf bepinseln werden, während wir mit euch quatschen. Genau. Ich habe ein paar von Torgeternity. Ich weiß gar nicht, ob wir die bis jetzt schon mal gezeigt Nein, haben. ich glaube nicht. Das Wir haben sie nur sind erwähnt. die Gosbog. Das sind halt diese. Diese Gosbogs sind halt so Pflanzen-Zombies, die wir halt bei Torg, die in jedem Kosmos auftauchen können. Und wir haben die hier mit Fashion Dance Moves, hat die Nadine uns das gebaut. Ja. Verschiedene Viecher. Vielleicht gibt es auch noch mal Varianten, je nach Kosmos, in dem wir dann eben spielen. Und du hast noch weitere Ich habe Modelle von noch zwei uns. kleinere Modelle von uns, nämlich unsere Ulysses und dann kleinen Drachen mit der Kaffeetasse, die er dankbar umklammert. Das Modell habe ich auch noch mal in groß dabei zum Bemalen. Und wir haben eine kleine Rohaya dabei. Rohaya Genau. So, und wir Deliverance. haben, das muss man noch dazu sagen, wir haben unter dem Tisch eine Lupa, Ein Hund. einen Hund. Also wenn einer von uns mal Hör macht oder unter dem Tisch krault, dann beschäftigen wir uns mit Lupa oder wenn ihr mal ein Bellen hört, dann sind das nicht wir, sondern der Hund. Der Hund. So. Genau. Wer weiß, was hier unten alles nur unterm Tisch vorgeht. So. Und ich fange jetzt einfach mal an, Genau. nämlich eben mit dem großen Modell unseres Ulysses-Drachens. Ich finde immer, gerade bei den großen Modellen sieht man dann wirklich die Details, die Nadine rein skulpturiert Du hat. kannst ja auch mal hier, Ah, genau. du hast ja schon ein Modell bemalt. Ja. Ja, dreidimensionale Vorstellungskraft von Ah, Michael. jetzt. So, und natürlich nicht eingelöst, weil die hinten drauf scharf gestellt sind. Aber das ist ein Lagerkobold. Genau. Ja. So. So. Ah, ja, okay. So. Also hier hättet ihr mal das Rohmodell und. Das wird umgebaut. Ah, es wird auch umgebaut. Cool. Ja, also das Rohmodell gibt es auch in einer kleineren Variante. Wir hatten es. Also, ne, im Verkauf haben wir es jetzt noch gar Nee, nicht. das ist ein Promo-Modell. Die gibt es Genau. erst ab nächstem Jahr dann. Ab nächsten Jahr, jetzt können Sie es schon mal sehen. Okay. Ah, sehr cool. Und das Ganze hatte ich halt eben nochmal in diesem einfachen Comic-Look bemalt. So. Da, ah, das sieht, oh, das sieht man schon. Sehr Gut, schön. cool. Ja. Und dasselbe mache ich jetzt eben mit unserem Drachen. So, sowas arbeitet bei uns im Lager. Solche Kreaturen sind dafür verantwortlich, dass es so viel B-Ware gibt. Ja, und wenn mal ein F-Shop-Päckchen falsch gepackt ist, dann sind unsere Lagerkobolde dran schuld. Trifft nur bedingt Schuld, die werden halt mit Schnaps bezahlt, deswegen Ja, okay. passiert sowas halt schon mal ab und zu. Sehr schön. Wenn die Figuren, ob jetzt groß oder klein, bei euch ankommen und ihr die bemalen wollt,
was ihr nicht müsst, aber könnt, solltet ihr sie vorher grundieren. Mhm. Entweder, wie ich es hier bei den Kleinen gemacht habe, mit einer Pinselgrundierung oder wie ich es bei der Großen hier gemacht habe, mit einer grauen Sprühgrundierung. Aus einer Dose. Aus einer Dose, genau. Da hält dann die Farbe einfach besser. Ja, ich habe jetzt hier eine grüne Sprühgrundierung für die Gossbox genommen, weil ich möchte die eigentlich alle fünf fertig kriegen in diesem einen Stream. Gut, so. Also ich habe ja dankenswerterweise eben eine graue Grundierung gehabt, was der Farbgebung entspricht. Hier wird die Regie macht hier wild Kamera. Das ist übrigens wieder ein Torque-Modell, so Tworek. Also das ist natürlich nur Zufall, dass sowohl der erste Archetyp, der für Torque modelliert wurde, mein Charakter war, den ich gespielt habe, als Drachenkrieger. Genau wie bei Hexen jetzt. Kann man das schon sagen? Ich glaube, man kann es schon sagen. Dass für Hexen dann auch Johann dann als Modell kommen wird. Was ja auch mein Charakter ist, den ich noch aktiv spiele. Oh Gott. Und der sieht echt gut aus. Also es kommen auch Hexenmodelle, also nicht nur DSA. Wir haben ihn hier auch schon irgendwo in einem Stream versteckt. Vielleicht ist er euch schon aufgefallen. War das hier? Wo könnte er gewesen sein? Keine Ahnung. Ja. Er war aber schon zu sehen, okay. So, ich muss mir kurz die Farbtabelle... Ja, die Farbtabelle. Du hast ja schon gesagt, dass du dankenswerterweise, und ich dachte, du machst direkt eine Überleitung. Ach so. Weil wir haben hier die Farben von Duncan Rhodes Painting Academy. Genau. Die Two Thin Coats. Cool. Ja, und zwar die komplette Farbrange. Und Sinn dieser Color Range ist es eben, dass man von jeder Farbe quasi die drei Grundfarben haben, also einen dunklen Ton für die Basisfarbe, dann eins zum Aufhellen, der mittlere Farbton, und Highlights setzen mit dem aufgehellten. Genau. Das ist aber nicht so, dass sie jetzt Dunkelrot, Mittelrot und Hellrot heißen, sondern die haben diese Fantasy-Namen. Genau. Was es für mich dann erstmal immer ein bisschen schwierig macht, weil ich bemale mit verschiedenen Farbherstellern. Ja. Und überall heißen sie unterschiedlich. Also es ist ein... So, ich brauche als erstes mal für die dunklen Schuppen das Dungeon Stone Grey. Nee, das ist Death Reaper. Ich mache es mir ganz einfach, indem ich hier einfach reingreife und... Ja, das ist es. Ich nehme ein Wash. Wash sind flüssigere Farben. Genau. Die laufen also dann direkt in die Vertiefungen und dunkeln diese ab. Ich hatte ja schon grün grundiert und deswegen nehme ich jetzt einfach einen Wash. Genau. Kann sein, dass du das vielleicht noch aufstechen musst oben. Hast du das noch nicht benutzt? Nein. Kommt was raus. Kommt was raus. Gut, prima. Ich benutze auch diese Nasspalette. Das ist für Washes eigentlich nur so bedingt nützlich, weil ich so viel davon brauchen werde. Ja. Aber du benutzt keine Nasspalette. Ich bemale klassisch mit einer normalen Palette. Das ist aber reine Gewohnheitssache. Meistens tue ich mir halt, also Nasspaletten benutzt man meistens, wenn man über einen längeren Zeitraum malt oder mal eine Pause machen will, da bleiben die Farben flüssig und trocknen nicht so schnell aus. Genau. So. Du wirst lachen, auf der Herfahrt habe ich mir auch schon ein paar Gedanken zu dem Stream gemacht. Und eigentlich, wir beide haben eben dieses grandiose Hobby, Miniaturen. Ja. Aber wir betreiben es auf unterschiedliche Arten. Ja. Schon beim Bemalen fängt es an, weil du bist echt talentiert, Massenarmeen, also schnell große Armeen zu bemalen. Und ich hänge mich immer an Einzelfiguren auf. Genau. Und wir sagen ja gerne, du bemalst Figuren, ich bemal Armeen. Ja. Das sind unterschiedliche Ansätze daran, das Hobby zu begehen. Und das hängt auch damit zusammen, wie viel Zeit wir uns dann eben dafür nehmen. Das ist richtig. Für jedes Modell. Wobei ich aber sagen muss, das ist halt auch ein schöner Teil dieses Tabletop-Hobbys oder des Miniaturen-Hobbys. Nicht nur beim Bemalen hast du eben diese Unterschiede, sondern auch zum Beispiel in der Spielart. Ich weiß zum Beispiel, ich spiele im Zweifelsfall drauf los, ich habe von Regeln meistens nicht so viel Ahnung, aber ich vergesse wieder. Und du studierst die Regeln fast richtig, aber wirklich aus Interesse, weil du wissen willst, wie es funktioniert, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Auch von meinen Kontrahenten. Deswegen so, nein, Steff, das kannst du jetzt nicht tun. Ach, nee, der hat ja die Sonderregel, deswegen wäre es besser, wenn du den mit denen aktivierst, wenn du möchtest. So. Okay. Da muss man dazu sagen, also Michael, wenn er spielt, klar, er hat dann teilweise sehr maximierte Armeen. Gar nicht. Aber er spielt immer fair und gibt dir eine faire Chance zu verlieren.
Nein. Ja, es ist interessant, wenn du das so sagst. Ich habe ja auch gedacht, dass ich eigentlich relativ kompetitiv spielen würde und nicht so auf Story und so. Dann bin ich ja mal mit Warhammer Underworlds ein bisschen durch die Gegend getingelt und tatsächlich auf Turniere und fast immer Letzter geworden. Da hat man ein bisschen gezeigt, so, vielleicht funktioniert das in meinem Kontext hier noch so. Da gelte ich halt noch als der kompetitive Spieler und der Regelfixierte. Aber eigentlich so über der lokalen Meta unserer Firma und des Freundeskreises bin ich da schon eher der Fluff-Spieler. Ja, aber wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, auch wenn du dich mit den Regeln mehr auseinandersetzt, machst du das nicht, weil du unbedingt gewinnen willst. Ich meine, das kann auch wichtig sein, gerade wenn man auf ein Turnier geht, weil dann baut man sich wirklich eine Armee, die halt zwar vielleicht nicht cool ist mit tollen Minis, aber dafür halt die besten Ergebnisse erzielt. Du studierst wirklich die Regeln, weil du wissen willst, wie es funktioniert. So, was lässt die ticken, diese Leute? Ja. Genau. Beziehungsweise, um es dann vielleicht auch zu sagen, hey, das ist eine coole Regelmechanik, die könnte man doch. Warum haben die das nicht da und da eingesetzt? Genau. Aber es gibt halt auch Regelsysteme, die eher davon profitieren, dass man sich halt tief reinbegibt und dann auch die Armeen des Gegners kennt. Zum Beispiel die aktuelle Turnierszene rund um die GW-Hauptsysteme für Age of Sigmar und Warhammer 40.000. Die ist halt schon sehr komplex, weil jede Armee auch nochmal dann eigene Strategien zünden kann mit Kommandopunkten und Strategiepunkten. Und dann muss man dann halt nicht nur die eigene Armee kennen, sondern theoretisch auch die des Gegners, um wissen zu können, was da eben passieren kann. Genau, richtig. Mir ist es dann in einem Match in der 8. Edition von 40k da mal passiert. So, ich stürme mit meinen Nahkämpfern auf eine große Tyranniden-Kreatur, weil ich dachte, haha, der hat ja eben schon so viel geballert, der kann jetzt gar nichts mehr. Da sagt er mit Kontrahent, gut, dass du angreifst. Ich habe übrigens noch Flammenwerfer und ich benutze jetzt das Kommando, dass die alle treffen oder so. Dann ist mein Trupp weg, bevor die überhaupt mal zuschlagen konnten. Yay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesen Zug nicht gemacht. Ja. Es ist dann das Lernen durch Schmerz. Und bei einer gewissen Komplexität hast du dann auch viele von diesen Gotcha-Momenten. So, hahaha, du hältst meine Armee nicht gut genug. Jetzt hast du einen Fehler gemacht, weil du die einfach nicht auswendig gelernt hast. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Deswegen bin ich inzwischen halt auch weitestgehend auf Regelsysteme runter, die a, skirmisch sind. Und nicht mehr auf große Armeen, obwohl das Spektakel einer großen Armeeschlacht halt einfach noch immer toll ist. Aber auch die Regelkomplexität ist bei Spielen, die in der Regel nur 5 Modelle oder so featuren, einfach auch angenehmer. Also nur zur Begriffserklärung. Skirmish sind Tabletop-Spiele mit einer kleinen, überschaubaren Modellanzahl, wie du schon gesagt hast, bewegen sich meistens so im Bereich von 5 bis 10 Modellen. 5 bis 10, 5 bis 12. Ja. Bei Warcry zum Beispiel auch ein Skirmisher, der aktuell ja auch bald wieder von mir gespielt werden wird, nochmal zu nennen, da hast du maximal 20. Ja. Also wenn du jetzt ankommst und eine super Elite-Armee spielen möchtest, dann kommst du halt mit 3 bis 5 von den Glitzerjungs oder Mädels an, die halt super hart zu knacken sind, und wenn du Goblins oder Rattenmenschen spielst, kommst du da auf 20. Genau. Richtig. Aber das ist halt auch schon wieder eben diese Art, die Art zu spielen ist halt auch schon wieder sehr unterschiedlich. Es gibt eben die Hardcore Turnierspieler, was ich interessant finde. Für mich ist es nichts, weil ich habe da nicht die Nerven für. Ja. Ich habe da eindeutig nicht die Nerven für. Also Games Workshop hat das ja, glaube ich, mal ziemlich gut aufgeteilt. Turnierspiel, erzählerisches Spiel und freies Spiel. Also beim erzählerischen Spiel ist es einfach so, du nimmst die Figuren, die du cool findest, und ihr spielt gegeneinander. Bitte das vielleicht noch in eine schöne kleine Geschichte ein, warum wir da gekämpft und was ist das Ziel. Dann gibt's das freie Spiel. Das heißt, da guckt man natürlich schon ein bisschen nach Punkte. Aber freies Spiel hat gar keine Punkte. Da stellst du einfach hin, was du möchtest. Genau. Und beim erzählerischen Spiel guckst du, kannst du ein bisschen auf die Punkte gucken, dass entweder beide die gleiche Punktzahl an Figuren auf dem Feld haben, oder wenn der andere weniger hat, hat er dann irgendeinen Stellungsvorteil. Genau, da ist halt die Geschichte, die dann während des Spiels erzählt wird, wichtiger als tatsächlich dann der kompetitive Aspekt, was ich ganz reizvoll finde. Sie haben ja auch dieses Kampagnensystem mit Kreuzzug darum aufgebaut. Genau, richtig. Nee, und dann kommt es dann wirklich auf das Szenario an, das man spielt. Ich erinnere mich immer noch mit Begeisterung dieses Klohäuschen-Szenario, das du geschrieben hast, was Michael sehr leicht gefallen ist, wenn man die Regeln kennt, weil man
geguckt hat, wie es funktioniert, kann man halt auch so eigene Szenarien relativ leicht schreiben, ohne dass sie unfair werden. Ja, da, warum ging es da nochmal da? Da musste man irgendwie so eine göttliche Entität auf dem Klohaus, musste man das Klopapier... Der Gott des Donners war auf dem Donnerbalken, genau, hatte allerdings kein Klopapier. Ja. Das heißt, die Armeen mussten in 5 Kisten oder 4 Kisten bei anderen Missionszielen, ja. Genau, gucken, ob da Klopapier drin ist und dieses dann zum Klohaus bringen. Dann hat die Armee gewonnen. Das hat nicht gewonnen, die hat dann eine Spezialregel bekommen, genau, dass du dann irgendwie dann Blitze auf den Gegner schießen konntest, genau, als Dank. Richtig. Und je länger das gedauert hat, desto ungeduldiger wurde der Donnergott auf dem Donnerbalken und hat dann mal wahllos mit Blitzen und Dingen um sich geworfen. Das war extrem witzig, hat großen Spaß gemacht. Und dann hatten wir noch ein Szenario mit diesem verwirrten wandernden Magier, wir dein Modell genommen haben. Genau, Ilmenblick. Von Ilmenblick und der dann eben der herumirrende Magier auf dem Feld war, den man einsammeln und nach Hause bringen musste. Ja. Ja, das ist dann ein narratives Spiel. Das macht dann halt auch einfach Spaß. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt haben wir viel über Games Workshop-Spiele geredet, aber das meiste, was wir spielen, sind ja tatsächlich gar nicht mehr Games Workshop-Spiele, sondern anderer Kram. Richtig. Wobei natürlich, also ich muss sagen, Games Workshop-Spiele stehen bei mir auch noch, gerade wegen der Figuren, die finde ich cool, hoch im Kurs. Aber zu so einem privaten Spiel eher so Frostgrave. Frostgrave, hast du das nochmal mit deiner Frau dann gespielt? Nee, wir sind leider noch nicht dazu gekommen. Mhm. Aber sobald, denke ich, bei uns daheim in der Wohnung dann die Tabletop-Platte steht, dann können wir Frostgrave wieder zocken. Oder eben, weil wir jetzt letztens gespielt haben, One-Page-Rules. Mhm. Kann man sehr empfehlen. Kostenlos. Man kann aber auch natürlich One-Page-Rules unterstützen. Ja. Aber wenn man einfach mal losspielen möchte, da ist alles enthalten. Und gibt ja auch deutsche Regeln inzwischen. Genau, dank dir, glaube ich. Ja, mal ein bisschen Schleichwerbung hier noch für andere meine Hover-Projekte zu machen. Ja. Ich hatte die One-Page-Rules übersetzt mit den Armeelisten und die gibt es dann auch als kostenlosen Download unter onepagerules.com. Im Forum sind die verlinkt. Mhm. Die haben aber inzwischen halt diese total tolle Web-App, wo alle Armeen drin sind, womit du auch deine Armee zusammenstellen kannst und die sogar den Kampagnenmodus unterstützt. Oh. Aber die ist nur auf Englisch geschrieben worden. Jemand hat das vorgestellt auf dem Discord. Ich habe direkt gefragt, so, hey, super, hast du das direkt mehrsprachig programmiert, damit man das machen kann? Ansonsten kann man das hinten raus ja nur noch sehr schwer machen. Und er meinte, nein und ja. So, ist nicht passiert und du hast völlig recht mit dem späteren Ändern. Ich antworte dir mit einem klaren Jein. Ja. Deswegen mal schauen, weil die Armeeliste in der Web-App mit dem Army Forge ist einfach so nützlich. Ja, glaube ich dir. Also gerade solche unterstützenden Apps sind im Tabletop-Bereich natürlich extrem praktisch. Mhm. Und wenn es bloß ist, um sich mal schnell eine Armee zusammenzuklicken. Ja, morgen werde ich wieder den ganzen Tag Age of Fantasy Skirmish spielen. Das ist die Fantasy-Variante dann von den One-Page-Rules. Mhm. Und das ist sehr spaßig, weil dann jedes Modell relevant ist, betäubt werden kann, verschiedene Zustände hat, ohne dass es jetzt wirklich überbordend kompliziert wäre. So, ich habe jetzt, sehr schön, ich mach's mal in der Overhead-Kamera, ich bin immer noch begeistert von dieser Kamera. ich hab zum Glück ja eben die Vorlage zu unserem Modell, wobei eine kleine Abweichung gibt's, da hat der Drache noch keinen Kaffee und hier ist er schon drin, deshalb werde ich auch hier die Suchtaugen des Drachens anders machen. Ja. Also beim Modell. Es ist auch relativ schwierig, das Zittern der Hände noch in dem Modell darzustellen. Und der Drache sieht jetzt echt zufrieden aus, weil er eben seinen Kaffee hat. Das heißt, er kriegt dann so wirklich große Kulleraugen und guckt dann hoffentlich niedlich und befriedet. Hm. So, und da nehme ich mir als Grundfarbe jetzt ein Ethern Green, also ein schönes Dunkelgrün. Fängst du mit dem Dunkelgrün an. Ich habe hier noch Schwarz auf der Nasspalette. Ah, da habe ich doch nicht so viel gebraucht für die Basis. Aber kannst du überstehen. So, wir sehen jetzt hier nicht den Chat. Inge, gibt es denn irgendwelche Anmerkungen aus dem Chat oder Fragen? Also ich habe gerade gelesen, One-Page Rules auf Deutsch als Free-PDF mit einem Fragezeichen. Ja. Das ist aber nicht Fantasy, oder?
Das ist Age of Fantasy, das, ja. Das ist Age of Fantasy Skirmish und Age of Fantasy Regiments. Es gibt also drei Geschmacksrichtungen von One-Page-Rules in Fantasy. Mhm. Wenn du eben Regiments ist für die klassischen Warhammer-Fantasy-Fans, die gerne, also kompetitives Tetris habe ich es immer genannt, die gerne dann ganze Blöcke an Armeen dann durch die Gegend schieben. Age of Fantasy Skirmish ist das, ist die Variante mit so 3 bis 10 Modellen, wo dann jedes dann irgendwie Missionsziele einnehmen kann und einzeln agiert. Und das normale Age of Fantasy ist halt ein Massenkampfsystem, wo du halt große Trupps hast, aber die durch die Gegend schießt. Auch relativ flüssig, weil es sehr überschaubare und einfache Regeln sind. Die One-Page-Rules-Regeln haben nämlich etwas, was ganz toll ist, nämlich ich bewege eine Einheit, dann bewegst du eine Einheit, dann bewege ich wieder eine Einheit, bis wir alle durch sind. Ja. Und in vielen anderen Systemen, gerade aus der älteren Zeit, ist es halt noch so, dass du ich meine gesamte Armee bewege und aktiviere und dann du erst dran bist. Es kann also sein, auch wenn du ein System hast, in dem eben so dann gewürfelt wird, wer dann als erstes die in der neuen Runde beginnt, der gefürchtete Doppelzug, dass du dann schon mal 1,5 Stunden dann als Spieler einfach nur da sitzt und zusiehst, wie deine Armee vernichtet wird. Genau, also der andere Spieler kann dann zwischendrin vielleicht noch Bart neu fließen, eine Fremdsprache lernen und dann kann er das bewegen, was von seiner Armee übrig ist. Das hier mit bei den One-Page-Rules nicht, kann man sich einfach anschauen. Sowohl die Armeelisten wie auch die Regeln sind im Forum verlinkt. Da gibt es einen eigenen Bereich für Fan-Translations und da gibt es dann auch deutsche Übersetzungen, die verlinkt sind. Wenn euch das interessiert, dann sagt das bitte, dann können wir das vielleicht hier auch mal spielen. Ist übrigens ein miniaturenagnostisches Spiel, das heißt, ihr könnt irgendwelche Miniaturen benutzen und die dann für das Spiel einsetzen, einfach als Repräsentanz dafür. Genau. Die Armeelisten, die funktionieren, sind weitestgehend auf die Armeen, die bei Mantic und Games Workshop erschienen sind, eingeschränkt, aber nicht komplett. Also da gibt es auch inzwischen ja eigene Sachen, die sie gebaut haben. Ich spiele ja zum Beispiel bei Age of Fantasy die Herzogtümer von Vinci. Mhm. Das ist eine eigene Armee, die sehr beschussstark ist und auf mechanische Kollegen setzt, an der ich sehr viel Freude habe. Erinnert ein bisschen an, wenn man das Rad schlagen möchte zu Warhammer, eine Armee aus Nullen. Ja, ich setze nicht so viele Kanonen ein. Mechanik und Schwarzpulverwaffen und so weiter. Schwarzpulverwaffen haben sie tatsächlich nur in der großen Variante. Echt? Ja, die Vinci's setzen sonst auf Armbrüste. Die haben nur in der großen Variante Kanonen. Die haben keine kleinen Pistolen. Okay, cool. Siehst du, und schon wieder was gelernt. Ja. Bildungsauftrag erfüllt. Mhm. Zumindest welches bei Steph. Forum wird dir gerade gefragt? Bitte? Welches Forum? Das von den One-Page-Rules. Unter onepagerules.com kannst du auf Community klicken und dann unten ist das Forum verlinkt. Und da gibt es einen Subbereich von Fanübersetzungen und da findet ihr alle PDFs verlinkt. Ich glaube, wir gönnen jetzt einfach mal kurz einen Link in den Chat. Das kriegt ihr bestimmt hin. Dann wurde nochmal gefragt, welche Farben das nochmal waren. Bitte nochmal. Das sind die, bitte. Ist die Farbpalette von, haben wir das irgendwo in groß? Two Thin Coats von Duncan. Der hat sich als Miniaturenbemaler im Internet zuerst bei Games Workshop einen großen Namen gemacht. Der hat auch immer diese Phrase gebracht, dass man halt Farben nicht einfach direkt aus dem Pott aufsetzen soll, sondern die Farbe auf so eine Nasspalette packt oder auf eine Kachel oder irgendwas anderes, dann mit Wasser verdünnt und dann bis es eine gewisse Konsistenz hat und dann besser, anstatt eine dicke Schicht drauf zu schieben, dann eben zwei dünne Schichten aufträgt, damit es gleichmäßig ist und nicht keine Details verklebt werden. Richtig. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und diese Miniatur und diese Farbreihe rausgebracht. Gemacht. Genau. Unter anderem auch die Painting Academy, der hat jetzt also auch einen YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal, die heißt halt auch die Duncan Rhodes Painting Academy. Und da kommen ab und zu schon mal kostenlose Videos mit Bemaltipps raus. Aber auch für Leute, die Teil dieser Painting Academy werden, noch viel detailliertere Einzelvideos dann. Ja. Genau, Lupa. Das hätte ich jetzt auch nicht besser sagen können. Bist du auf den Hund getreten? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Die Regie macht wieder Blödsinn, glaube ich. Ja. Genau, was spielen wir noch außer One-Page-Rules? Wir gucken, also ich gucke eigentlich, hauptsächlich malig. Mhm. Und ansonsten gucke ich mir halt auch wirklich querbeet an, Freebooters Fate. Ja. Habe ich noch nicht gespielt, finde ich aber furchtbar spannend. Habe mir jetzt Einsteigerboxen geholt. Ich spiele die Armada, also die blau gerüsteten Ordnungsleute, die gerne von hinten einfach ballern. Ich habe lange überlegt, dann haben wir aber die Goblins am meisten zugesagt und die Schatten. Wobei die Schatten sind schon, glaube ich, ein bisschen komplexer zu spielen. Ja, das ist
Die haben schon ein bisschen mehr Magie und sowas. Das ist eher so schon eine höhere Komplexitätsstufe. Ja. Das Besondere an Freebooters Fate zum Beispiel ist, da wird nicht gewürfelt. Das ist ein Tabletop-Spiel, das man nur über Karten spielt. Und es hat eine schöne Mechanik, dass dann einfach, da sind Pokerkarten-Deck, für, anstatt um die Werte zu bestimmen. Aber wenn es dann an die Treffer geht und die Verteidigung, zieht man so eine Art von Trefferzonenkarten, an denen du, die du angreifen möchtest, und die andere muss dann verdeckt, welche er verteidigen möchte, und dann werden die nach und nach aufgedeckt. Genau. Und dann fängt halt, fangen die Mindgames an, weil du sagst so, auf den ich jetzt geschossen habe, der hat nur seine Hauptwaffe in der rechten Hand. Also ziele ich ja vermutlich als Angreifer auf die rechte Hand. Mhm. Das weiß der andere aber auch. Deswegen wird er die auf jeden Fall verteidigen. Vielleicht. Und dann wäre es sinnvoll, auf die linke Hand zu schießen. Genau, Mindgames. Aber das könnte ja der Gegenüber auch erahnen. Und stattdessen die linke Hand. Und dann wäre es natürlich wieder auf die rechte. Oder man schießt einfach aufs Bein. So. Ja. Den Unterleib. Genau. Also von daher, es gibt durchaus ganz viele... Der Hund hat was dagegen, was du da machst. Es hat ganz viele spannende Systeme. Also wir haben, du hast ja schon mal 40K gesagt, aber dann natürlich auch Miniaturen, Brettspiele. Mhm. Wir haben es ja bei dem Mystery Box schon dabei. Fireteam Zero. Mm, ja, oh Gott, Fireteam Zero. Ja. Das ist nervenaufreibend. Das ist, ja, das kann durchaus. Mm. Ja. Nee, das Spiel, also ich bin auch noch ein großer, eigentlich ein Brettspiele-Fan, und wenn dann Miniaturen dabei sind, ist es nicht geschehen. Wir müssen unbedingt mal ausprobieren von Archon Studios das neue Masters of the Universe Battleground. Mhm. Das ist ja auch so ein Skirmish mit Eldern. Du suchst ja nur nach Vorwänden, um die Miniaturen zu bemalen und rauszubringen. Genau, richtig. So, ich bin jetzt hier bei der lieben Ulysses, bei der zweiten Farbschicht, um das Auge aufzuhellen. Also auf das Dunkelgrün habe ich jetzt ein mittleres Grün, also ein Grasgrün gemalt, und habe dabei aber die dunkelgrünen Ränder am Augenrand gelassen. Und der nächste Schritt wird sein, mit Ethereal Green, also so ein helles Grün, nochmal aufzuhellen. Und ich denke, das werde ich dann mit einem Gelbton nochmal ein bisschen heller machen und so einen kleinen, versuchen, Farbverlauf reinzubringen. Würdet ihr ganz kurz mal diese Farbkarte in die Deckenkamera halten? Ich glaube, das illustriert doch ganz schön. Ach, ein Traum. So. Das ist so die Übersicht von dunkel nach hell nach außen. Genau. Das ist so ein kleines Farbrad, das kennt ihr vielleicht noch aus der Farblehre. Komplementärfarben und die Abstufungen, damit ihr einfach eine Übersicht habt, welche Farbe mit welcher am besten harmoniert oder welche sich besonders gut hervorhebt, wenn man sie mit einer anderen kreuzt. Das ist, glaube ich, genau die Farbe, die ich jetzt auch brauche, um die hochzubürsten. Oh, warte, dann ich nehme mir mal ein bisschen was, dann gebe ich dir das Fläschchen. So. Dankeschön. Bitte. So. Hast du schon mal Summoners gespielt? Nein, da habe ich da genau dasselbe Problem. Ich weiß gerade nicht, welche Fraktion für mich interessant wäre. Summoners, da bist du ja schwer begeistert. Ja. Wie der Name schon sagt, da geht es um Beschwörer und beschworene Armeen. Mhm. Also man startet eigentlich mit einem Beschwörer. Man startet nur mit dem Beschwörer. Es gibt keinen Listenbau, den du vorher betreiben musst. Das heißt, du kommst mit deinen Miniaturen und deinem Beschwörer zur Platte. Dann kannst du nach und nach Miniaturen beschwören, wie du sie eben brauchst. Mhm. Und das ist so super. Wenn ich bedenke, wir spielen das ja auch in der Kampagne. Mhm. Und viel von dem Kram, wir haben stellenweise Sachen gehabt, wo kaum gekämpft wurde, weil es einfach nur um Positionierungsspiel und wann, wie ich meinen Mana einsetze, um dann eben die Missionspunkte und Mana-Quellen zu finden. So, was ich jetzt hier mache, ist Trockenbürsten. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe ein bisschen von der Farbe hier auf dieses Krepptuch gebracht und nehme jetzt diesen alten Schminkpinsel, den ich von einer Ex-Freundin bekommen habe. Ich habe einfach gefragt, so, hey, hast du altes Schminkzeug, das du nicht mehr brauchst? Deswegen, anstatt teure Trockenbürstpinsel zu holen, wenn ihr Schminke Utensilien habt, die sind super geeignet für Trockenbürsten. Oder ich nehme so viel von der Farbe einfach weg, sodass hier kaum noch was dran ist. Das kann man auch an den Daumen dann nochmal testen und gehe so leicht über das Modell drüber, sodass nur noch die hohen Stellen dann hervorgehoben werden. Genau. Ich mache das ein bisschen stärker oben, weil da das am hellsten sein soll, weil da ist die meiste Aufmerksamkeit dann. Genau. Ich benutze zum Beispiel auch zum Trockenbürsten Pinsel alte, ausgefranste, feine Pinsel. Ja, das hier waren zum Beispiel mal ein Pinsel der Stärke 1. Aber jetzt noch ein prima Trockenbürstpinsel. Mhm. Von daher, ich höre immer wieder, aber da habe ich eigentlich nicht das Talent oder die Geduld dafür. Wie Michael das jetzt schon macht, mit
drei einfachen Schritten. Grundfarbe, tuschen und dann trockenbürsten. Ihr seht es vielleicht dann hier bei den kleinen Figuren, sieht das jetzt schon ziemlich cool aus, sodass ich sagen würde, hey, ich könnte mir so diese Pflanzenzombies auf den Tisch stellen. Ja, gerade für Brettspielminiaturen sind das eigentlich schon fast, seid ihr eigentlich schon fast fertig, ja, um die nochmal massiv aufzuwerten gegenüber grauem oder rotem Plastik, was genau, es sonst richtig gibt. Genau, richtig. Also von daher, das ist, und das meiste ist tatsächlich eine Frage der Übung. Ich habe letztens auf dem Schreibtisch jetzt, oder auf meinem Arbeitsplatz gehabt, eine alte Herr der Ringe Figur von Frodo. Mhm. Die Modelle sind, glaube ich, von 2002 oder so. Und den habe ich jetzt nochmal neu bemalt. Ah. Und ich war damals schon nicht schlecht, ja. Also ich habe sauber bemalt und so weiter, aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, deswegen lasse ich gerne meine Miniaturen einfach im Schrank stehen, weil bei Miniaturen bemalen passiert es einem relativ häufig, dass du dann auf Instagram schaust oder sowas und da sind Leute, die 60 Stunden in ein Modell stecken und die auch schon nur 10.000 Stunden Erfahrung im Bemalen haben. Ja. Und denen einfach sagen, dieses Modell, was ich jetzt hier bemale, das ist halt für einen Wettbewerb, wo ich gewinnen möchte. Und nicht mit dieser Person vergleichen. Nein, um Gottes Willen. Vergleicht euch nicht mit mir oder irgendeinem anderen. Macht bitte einfach. Vergleicht euch mit euch selbst vor einem Jahr, vor einem Monat. Genau. Deswegen auch die Miniaturen zu behalten und dann einfach nochmal im Schrank entlang zu schauen, wo man einfach schon besser geworden ist. Ja, ist so befriedigend. Tausendmal besser. Ich meine, mir, also, und da ist keiner gefeit, weil mir geht es genauso, wenn ich einmal durch Instagram oder so irgendwas scrolle und dann die wirklich grandiosen Maler, und das, die machen das halt wirklich gut, sehe und dann meine Modelle angucke, wo ich dann sage, okay, ich lege den Pinsel jetzt in den Schrank und höre auf. Ja, also von daher lasst euch nicht entmutigen, macht einfach, es macht euch Spaß und das ist das Wichtigste daran. Weil ich, ganz ehrlich, für mich hat dieses Bemal-Hobby eben auch was Meditatives, ein bisschen. Ich komm ein bisschen zur Ruhe, weil du konzentrierst dich wirklich auf eine Sache und schaltest darum alles ein bisschen ab, kannst dann halt eben auch einen Arbeitstag so ein bisschen abschütteln. Abschütteln, haha. Ja. Warum schüttel ich? Du schüttelst, damit sich die Farbpigmente mit dem Farbträgermaterial wieder besser verbindet. Denn wenn man eine Farbe etwas länger nicht benutzt oder frisch kauft, setzen sich meistens die Pigmente ab. Mhm. Und das heißt, man muss ein bisschen schütteln, um sie wieder durchzumischen. Ich glaube, bei denen habe ich jetzt noch keine... Ah doch, da habe ich jetzt zum Beispiel schon Agitator-Kügelchen rein, also ein kleines Metall- oder Keramikkügelchen, das dann halt das nochmal unterstützt. Genau. So, aber Summoners kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen, gerade auch für Einsteiger, weil die Regeln sind wirklich leicht zu lernen, aber sie zu meistern ist halt, wann du welche Figur einsetzt und wie du dann, wie du damit interagierst und wie du dann versuchst, deinen Gegner zu kontern. Das ist das halt, was es so spannend macht. Und du kannst, die Miniaturen sind halt auch einfach zu bemalen. Ja, das stimmt. Du hast ja Stein, oder? Ich spiele Erde. Ich habe alle Erde-Modelle mindestens einmal und da, die habe ich blau grundiert, dann einmal hart grau in einem dunkelgrau trocken gebürstet, sodass du innen noch so, diesen blauen Glanz hast. So einen leichten Granit. Und dann halt noch in zwei weiteren helleren Graustufen dann nochmal trocken gebürstet und dann, dann sind die fertig. Also das ist wirklich, wirklich befriedigend. Das ist ein tolles Spiel, das auch gerade für Einsteiger. Und es hat eine schöne, nette Community und die Produkte sind auch so gut aufgebaut, dass du halt wirklich gut einsteigen kannst. Es gibt zwei verschiedene große Starter-Sets für jede Fraktion und dann gibt es noch Ergänzungssets mit einem restlichen Miniaturen. Ah, stimmt, das habe ich richtig, die sind relativ neu. Ja. Und in dem Zuge habe ich mich, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, so eine Summoners des Lebens. Ach mit ja. Mit den Baum, also den Triaden ähnlichen. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gegen gespielt. Die sind halt auch gemein, die sind ein bisschen komplexer, weil die diese Wachstumsmarker bekommen. Mhm. Das heißt, die starten nicht so stark, aber jede Runde wachsen die halt weiter und kriegen dann am Ende richtig starke Miniaturen raus. Ja. Die haben auch so eine Stufe 1-Kreatur, die du beschwörst, die kann sich nicht bewegen. Das ist wirklich nur eine Pflanze, also Pflanze die da ja, genau. ist. Nur die kannst du ja dann auch zusammenfallen lassen, um Kreaturenstufen für höherstufige Charaktere zu bekommen. Klingt spannend, also das wäre was. So, ich zeig mal, stell mal kurz den kleinen Drachen hier hin. Dann sieht man vielleicht in der Kamera, so, Kamera 2. Den Farbverlauf vom Auge ein bisschen von unten hell nach von unten dunkel nach oben hell. Und da werde ich jetzt die großen schwarzen Kulleraugen draufsetzen. Vielleicht mache ich noch einen kleinen Tuck heller.
indem ich noch etwas mehr Gelb ins Grün gebe. Also sowas wie Summoners, Freebooters Fate, One-Page-Rules wären so zumindest die ersten Sachen, die ich gerne hier in dem Spiel, ja. In dem Format spielen wollen würde, wenn euch das interessiert. Genau. Also von daher, lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr Interesse habt, dass wir das regelmäßig machen. Und ja, wir würden uns freuen, weil das ist auch was, nicht nur für uns beide, wie wir schon gesagt haben, in der Firma gibt es ein paar Miniaturenbegeisterte. Von daher, das wäre bestimmt lustig. Lustig. Ja, Jan hatte dann auch schon so Sachen erzählt. So, ich kann dir mal zeigen, so, wisst ihr noch die Zeit, als Games Workshop noch Metallbasen beigelegt hat? So, was? Ja, so, oh, das war, ja, ja. So, dann soll das gewesen sein. Ja. So, sehr schön. Jetzt. Den Ghostbox wachsen Pilze aus den Gehirnresten. Da noch schwarz. Das ist das Schwarz. Dann nehme ich mir mal einen Tropfen, weil ich brauche nicht so arg viel. So. Sehr gut. Ja. Nee, also von daher. Ja, würde mich jetzt aber auch interessieren. Habt ihr denn schon Minis von uns gekauft? Wartet ihr darauf, dass die SDLs angeboten werden, um die selbst zu drucken? Sollen wir mal was hier über 3D-Druck insgesamt erzählen? So, Resindruck, Filamentdruck, warum wir das machen, wie das passiert, was wir an Miniaturenplänen haben. Habt ihr schon Miniaturen von uns geholt? Wollt ihr die auch so groß ausdrucken und wartet deswegen auf die STL-Varianten? Um da dann zu Hause auf eurem Jupiter in menschengroß auszudrucken? Ja, das erinnert mich so ein bisschen der Rakorium Mutagonis Starschnitt. Heute am links. Ja. Sehr schön. Möglich. Also, Bletario, ich warte auf Hexenfiguren. Ja. Ja, wir auch. Absolut. Mal gucken, ob da was im Collectors Club für Hexen kommt. Ne? Das würde sich ja anbieten, wenn wir jetzt im Collectors Club für Hexen starten, dass wir dann auch so Miniaturen wie für DSA anbieten. Ne? Das wäre mal eine Idee. Könnte man ja drüber nachdenken. Zwinker, Zwinker. Ja. Also hier gibt es direkt Feedback zum Konzept der Sendung. Und zwar, ich finde, das Format kann man irgendwie trennen. Jetzt scrollt der Chat einmal. Ich finde, das Malen selbst kann einzeln sein. Ich finde das irgendwie entspannend, wenn ihr und ich selbst male, so 2 Stunden bemalt. Und das Spielen und Systeme vorstellen nochmal einzeln. Ja, wir werden alles machen, allerdings nicht zusammen. Das heißt, es wird dann schon mal eine Sendung geben. Wir planen so alle 2 Wochen, das dann mal abends zu machen. Dass es dann mal einen Abend gibt, wo wir einfach nur gemütlich zusammensitzen und unsere Figuren bemalen. Dann wird in der nächsten Sendung kann dann gespielt werden. Vielleicht mit den bemalten Figuren. Vom vorher, genau. Ja, also das ist alles möglich. Man muss dazu sagen, es gibt ja auch schon genug Kanäle, die das Malen im Vordergrund haben. Ich selbst habe ja einen. Ja. Wie heißt der nochmal? Steffs Kleinkrämerei. Ja, ne? Auf Twitch und YouTube sind wir meistens dienstags abends unterwegs, wo ich dann eben auch über Miniaturen und Bemalen und Bemaltipps gebe. Von daher, das soll nicht der Schwerpunkt dieses Formats werden. Aber wir werden es natürlich auch hin und wieder tun. Einfach nur, damit wir dann mit euch bemalen können. Genau. Ihr habt dann Vorwand, so abends sich nochmal hinzusetzen und wirklich zu bemalen. Ich habe ja auch bei deinem Stream immer wieder gemerkt, so ich bemale einfach viel mehr, wenn ich mit anderen Leuten male. Und das kann auch so online sein. Es ist ein ganz komisch, also was heißt komisch? Ein interessantes Phänomen, ja. Du malst, du hast halt trotzdem nicht das Gefühl, allein zu malen, sondern kannst nebenher noch jemandem zuhören, der vielleicht was Lustiges, Spannendes zu erzählen hat. Oder du kannst halt dann auch mal eine Zwischenfrage stellen, wenn du ein Problem hast. Also das macht schon was aus. Würdet ihr dann bei dem Stream auch noch essen? So, damit du auch noch Co-Eating hast quasi. Oh. Essen ist, glaube ich, hier im Studio nicht erlaubt. Es wird gerade hinten von Inge bestätigt. Wir haben ja schon, glaube ich, Markus nicht gesagt, dass wir auf seinem Tisch mit Farben hantieren. Das wurde auch schon im Chat erwähnt, wie das möglich ist. Ja. Ich habe übrigens für uns Salted Caramel M&Ms mitgebracht. Oh. Das ist auch eine Tabletop-nahe Geschichte. Oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre, 3 Jahre? Nee, das ist, wann war das? 2019 waren wir, glaube ich, da. Ja, 2019 kurz vor der Pandemie, oder? Waren Steff, seine Frau und ich in Großbritannien in Firmenauftrag auf dem Games Workshop Games Day. In Nottingham waren wir. Nee, in Nottingham waren Nottingham, wir. Wir waren in Edinburgh? Edinburgh noch nie. Wo war der? Also wir sind danach nochmal eine ganze Weile in eine andere hässliche Stadt gefahren. Ja.
Oh Gott, wo war der? Wir sind, richtig, Nottingham ist ja deren Hauptquartier. Genau, wir waren einen Abend in Nottingham, da sind wir durch Nottingham gelaufen, wir haben Games Workshop besucht, wenn ihr in Nottingham seid, das ist, heißt ja aus der Lead Belt, weil das ist der Zinngürtel von, weil ehemalige Games Workshop Mitarbeiter haben dann eigene Tabletop-Firmen gegründet und die haben sich dann auch in Nottingham angesiedelt. Und dann ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen und fast die gesamte Tabletop-Industrie der Insel ist halt da in dieser Stadt. Ja. Deswegen haben wir da auch den Tag genutzt, um Warlord Games zu besuchen. War super interessant. Ja. Eigentlich eine coole Tabletop-Firma, die ja viel mit historischen Systemen arbeitet, aber dann zum Beispiel auch die Lizenz für Doctor Who-Miniaturenspiel hat, was sehr spannend ist. Und ich hatte mir das tatsächlich ganz anders vorgestellt. Okay, die sind ja schon etliche Jahre auch im Metier drin. Und deren Werkstatt ist eine Doppelgarage. Doppelgarage, wo man eine Wand rausgerissen hat. Genau. Und da werden Resin-Miniaturen gegossen. Genau. Und noch die alten Zinn-Minis, genau. Das war furchtbar interessant. Fand ich cool zu sehen. Ja. Aber warum Salted Caramel? Als wir auf dem Weg dahin waren, haben wir die Fähre genommen und in der Fähre gab es eine Werbebroschüre, die eben für M&M's Salted Caramel geworben haben. Ja. Und ich bin so darauf abgegangen, weil ich die unbedingt haben wollte. Wir sind die ganze Fähre abgelaufen, haben uns trotz der fantastischen Preise da vor Ort, wollten wir dann irgendwas dann da kaufen. Aber die gab es einfach nicht. Auch während unserer Reise dann durch Großbritannien haben wir die nirgendwo gefunden. Und dann... Irgendwann durch Zufall im heimischen Discounter haben wir sie dann gefunden. Und du hast mir welche mitgebracht und ich habe mir so viele gegessen, bis mir schlecht wurde hier im Büro. So. Ich glaube, das schreit nach so einem Ziel, dass wir Figuren à la carte machen und die rennt durch Nottingham und macht so einen Reiseguide quasi für Figuren. Ah. Was hier auch noch gefragt wird, ist 3D-Druck-Tipps quasi aber für Miniaturen, weil ich glaube, das ist ein ganz spezielles Thema. Ich habe ja auch ein Podcast-Format, ne, den Dorpcast. Da kann man übrigens auch dieses schicke Merchandise bekommen, um das mal zu sagen, ne, unter www.diedorp.de, um mal für unsere privaten Projekte hier auch was zu sagen. Es ist ja immerhin unser Nerd-Kanal. Ne? Und diese Woche Montag haben wir eine 3D-Druckfolge aufgenommen, die morgen online gehen wird. Zufällig. Na sowas. Ernsthaft. Inge lacht. Und da rede ich dann, ich habe da auf der Dorp auch jede Menge Blogbeiträge gemacht über meinen Leidensweg, 3D-Druck zu lernen. Ja. Ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren, 3 Jahren oder so und die Technologie ist inzwischen sehr viel benutzerfreundlicher. Allerdings, es gibt immer noch eine Menge zu lernen und Menge Scheiße zu bauen und Sachen, die schief gehen können. Wenn ihr ein paar Sachen von dem vermeiden wollen würdet, könntet ihr auch mal euch die Blogs bei mir ansehen. Ja, nee, das ist ja schon, also Miniaturen drucken, sei es jetzt mit Filamentdrucker oder Resindrucker, ist ja schon tatsächlich auch eine Kunst oder ein Hobby für sich fast. Genau, geht bitte nicht davon aus, dass ihr einfach so eine Maschine kauft, die ihr euch hinsetzt, dann diesen giftigen Schleim einfüllt und weil ihr euch mal von Thingiverse dann eine Datei geladen habt, dann einfach loslegen könnt. Das ist ein Hobby, 3D-Druck. Da müsst ihr Zeit, Geld, Platz, Arbeit und Nerven investieren, bis das sauber funktioniert. Ja, etwas, das ich dankenswerterweise meiner Frau überlassen kann. Ja. Weil da würde ich, glaube ich, da würde ich wahnsinnig werden. Ja, das ist nichts für zwischendurch. Nee. Interessanterweise, viele Leute, die ich kenne, die ja mal das ausprobieren wollten, haben dann Drucker gekauft und den erstmal dann ein Jahr oder anderthalb Jahre in die Ecke gestellt, weil sie einfach nicht den Headspace dafür hatten, sich damit zu befassen. Und die Technologie im 3D-Resindruckbereich schreitet so weit fort, dass du jedes Jahr massive Steigerungen in der Qualität und und besseren Preis bekommst. Also wenn ihr euch einen holen solltet, plant bitte auch direkt Zeit dafür ein, nicht, dass ihr euch dann irgendwie alte Technologie ins Haus holt, die dann bereits ein Jahr später schon arg veraltet ist. Ja. Ich habe jetzt hier 2 Saturn II für die Firma gekauft, um hier die Figuren zu produzieren. Mal gucken, wie lange die vorhalten. Ansonsten muss ich die halt mit nach Hause nehmen. So. Oh, so ein Pech. So ein Privatnutzen oder so. Vielleicht kannst du ja davon in deinem Podcast erzählen. Ja, das ist jetzt kein so visuelles Medium. Ne? Michael, kannst du mal beurteilen, habe ich die treuen Augen? Die sind zu süß. Also dann sind sie mir gelungen. Das ist halt brutal. Kann man das hier? Die Wassertopfkamera ist es. Achso, jetzt 2. Das ist zu brutal süß, oder?
Das ist zu süß. Mach die bitte wieder anders. Das nein. Okay, dann habe ich ja das Ziel erreicht. Mal gucken. Unsere beiden Nadines, also einmal unsere Nadine, die Miniatur gesculptet hat, aber auch unsere Art Direction Nadine, die Vorlage gemalt hat, kriegen dann bei Gelegenheit ein Foto und dann wird dann wieder oh, süß, Herzchen oder sowas kommen. Ja, ist ja gut. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Das Feedback des Chats ist auch süß. Oh. Danke. Oh. Uiuiuiui. Die eigentliche Größe ist ja die hier. Genau, richtig. So, die haben wir ja so angelegt, dass so im Vergleich zu einer normalen Tabletop-Miniatur. Aber das Tolle an 3D-Druck ist halt, kannst du halt skalieren, ne? Genau, das wie du sagst. Geht einfach so nach oben. So, was der Drucker hergibt. Richtig. Was ja auch durchaus Sinn macht, weil es ja durchaus auch Maßunterschiede bei den Miniaturen gibt. Mhm. Zum Beispiel viele der militärischen, nenn's mal, Tabletop-Spiele, die im Weltkrieg oder bei irgendeinem Spiel spielen, sind im 28mm System oder Maßsystem und die normalen oder durchschnittlichen Tabletop bewegen sich meistens um die 32mm Figuren. Inzwischen, ja. Es gibt ein Scale-Creep, nennen sie das, dass die Figuren in den letzten 20 Jahren halt einfach maßgeblich größer geworden sind mit der Zeit. Es gibt auch sowas wie bei den verschiedenen SDL-Anbietern, die sagen zwar so, oh, unsere Miniaturen sind 32mm groß und dann drucke ich diesen Space-Zwerg aus und dieser Zwerg hat halt die Augen auf 32mm Höhe und ist halt etwa so groß wie der, nur halt so dreimal so breit. So, vielleicht sollte ich die doch kleiner skalieren. Ja, da kann man aber dann noch was machen. Das 32 oder 25 oder 28 mm Maßstab ist ja eigentlich kein Maßstab. Nee. Sondern da wird dann immer nur gerechnet von den Füßen einer Figur bis zu der Augenhöhe. Das ist dann der 32 mm Maßstab. Und unsere Miniaturen hier für DSA, Torque und was, wer weiß, was da noch kommt, die sind halt im 32 mm Maßstab. Und dann unterscheidet man noch zwischen einem Heroic Scale und einem True Scale. True Scale Modelle sind halt mit langweiligen menschlichen Proportionen. Die Heroic Scale Sachen, das sind die meisten, die es im Tabletop-Markt gibt, außerhalb des historischen Bereichs, sind aber im Heroic Scale. Das heißt, sie haben größere Köpfe, größere Hände, größere Waffen. Meistens auch ein bisschen breitere Schulter oder so irgendwas. Genau, die sind einfach sehr heldig in all ihren Darstellungen. Und unsere Modelle sind irgendwo dazwischen. Also die sollten mit den meisten harmonisieren. Wir haben eine Menge Modelle einfach daneben gestellt, als wir das konzeptioniert haben. Und ich denke, wir haben da einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ja, ich glaube, das sieht man gerade jetzt auch wieder bei der Rohaya, die bald erscheinen wird. Rohaya ist November. Ende November kommt die. Genau. Die finde ich halt von den Proportionen auch wunderbar gelungen. Passt aber auch, ganz ehrlich, sie würde auch als Befehlshaberin in einer Age of Sigma freie Städte Menschen Armee reinpassen. Also von daher. Erstens die Frage, gibt es diese Mini-Drachenfigur auch zu kaufen? Noch nicht. Genau. Genauso wie den Lagerkobold noch nicht. Das sind Promo-Figuren. Ich will jetzt nicht sagen, wie teuer die sind oder wie viel die kosten werden, aber sobald wir SDLs anbieten, sollte es die dann auch geben. Ja. Wir haben ja noch die Alea. Da habt ihr wahrscheinlich einige, die auf der Redcon waren, haben die schon sehen und kaufen können. Das ist dann dieses Jahr neben der Dryade für DSA. Haben wir jetzt nicht hier? Nee, Alea sitzt jetzt hier nicht. Die gibt es dann, sobald unsere Con-Saison beendet ist und wir die nicht mehr auf Veranstaltungen verkaufen werden, gibt es die dann auch bei uns im F-Shop, die beiden Modelle. Und dann schauen wir mal, wann es die anderen Promos gibt. Ja. Und dann im Zweifel könnt ihr tatsächlich eine Frostgrave Ulysses-Truppe aufstellen aus Lagerkobolden und Ulysses als Anführer, als Magier. Ja, eben, ich habe gesehen, Markus-Miniatur wurde ja schon gefordert. Mhm. So, aber wir haben ja auch Chibi-Figuren von uns. Ja. Das heißt, es würde sich ja anbieten, das in der ähnlichen Reihe dann zu machen. Oh. Den Markus-Drachengrafen dann als Anführer auch. Oh, das Tolle bei One Page Rules ist ja auch, wenn du beim Patreon dabei bist von One Page Rules, du hast auch Zugriff auf den Punktekalkulator. Das heißt, du kannst eigene Werte dann zusammenklicken für Modelle, die du dir dann ausdenkst oder die du daneben hast und die dann im Spiel einsetzen. Das heißt, wenn wir genug Modelle haben, können wir einen One-Page-Rule-Skirmish-Match machen mit DSA-Persönlichkeiten. Das ist dann sozusagen Aventuria-Deathmatch. Oh, cool, ja. Der große Battle Borberat gegen Rohal. Genau, oder mit Borberat gegen Rakorium.
ist momentan ein bisschen einseitig, weil jedes Modell Magier ist, bis auf die Kaiserin, die kommt. Ja. Mal gucken, was da noch geht. Selbst der nächste ist dann auch ein Magiebegabter. Schon Megalon ist halt ein Erzdruide, ne? Es ist nicht einfach mit diesen DSA-Lern. Die stehen wohl auf alte Männer mit Bart. Mhm. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Grundfarbe auf die Hörner von Ulysses aufzutragen. Was benutzt du da? Das ist jetzt kein reines Weiß, sondern eher so Eierschalen. Ivory Tusk nennt sich das. Ah, das ist auch die mittlere, genau. Das mittlere Weißgrau. Genau. Und dann werde ich es noch ein bisschen eben mit dem nächsten Schritt dann aufhellen. Das ist dann Trooper White. So. Aber unser Drache hat ja auch noch, zum einen werde ich mit einem schwarzen Wash, wo habe ich den, hatte ich doch eben noch, da, den Oblivion Black Wash, werde ich jetzt noch die Zwischenräume zwischen den Schuppen am Kopf ein bisschen hervorheben, indem ich halt einfach in die Vertiefung etwas von dem schwarzen Wash rein mache. Und dann hat ja unsere Ulysses eine Besonderheit ab der ersten, hier schon auf dem Kopf, fängt ja an, dass zwischen den dunklen Schuppen zwischen Räumen auch nochmal so ein grünes Leuchten, Glühen zu sehen ist. So, das fängt da dann an, aber ich kann derweil nochmal. So, oder? Und dafür, für dieses Leuchten, das mache ich dann auch in zwei Abstufungen. Es tut mir furchtbar leid, reinzukretschen, aber ihr habt noch so ungefähr 3 Minuten. 3 Minuten? Super, gibt's noch Fragen? Dann machen wir doch erstmal hier, so. Der niedliche Drache. Und, zeig mal, wie weit du gekommen bist. Also eigentlich, spielfertig. Ich würde hier noch mal heller mit so einem, ich will jetzt nicht Pale Sand sagen, die ultimative Farbe für den letzten Trockenbürstschritt. Aber die haben halt hier so ein bisschen gegröße, das rauskommt in Rot. Ich habe die Schädel, die blank liegen, jetzt nochmal weiß gemacht und gerade nochmal drüber getuscht. Ja. Momentan clashen die Farben noch ein bisschen, aber das würde ich dann mit einem weiteren Hochbürsten dann nochmal dann anpassen. Ja, wobei, wie du schon gesagt hast, die sind spielfertig. Also ganz ehrlich, die müssen sich nicht verstecken. Es gibt ja auch beim Bemalen dann diese verschiedenen Bemalstufen. Da können wir gerne, wenn ihr, wie gesagt, Spaß an dem Format habt, ein andermal drauf eingehen. Und wie gesagt, wenn ihr Spaß an dem Format habt, sagt es, teilt es uns mit in Kommentaren, E-Mails, wie auch immer. Und vielleicht sehen wir uns dann regelmäßig hier im Studio mit. Der Steff moderiert gerade ab. Bitte? Sorry, das war nicht an euch. Ach so, war nicht an uns, gut. Aber es gibt auch Fragen. Eigentlich gibt es nur die Frage, warum es schon vorbei ist. Oh, und das ist nett. Dann gibt es Aussagen wie, ich mag Minis. Und dann gibt es natürlich, glaube ich, das Thema 3D-Druck. Das ist jetzt wirklich öfters schon gefallen. Ich glaube, da lechzen einige nach deiner Expertise. Ja, ich kann euch gerne an meiner Geschichte des Scheiterns teilhaben lassen, damit euch das erspart bleibt. Kennen wir ja schon eins der ersten Themen für eine der ersten Sendungen. Absolut. Alles klar. Gut. Dann sind wir, glaube ich, hier fertig. Ja. Guti. Dann danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch auf der Next Quest-Con. Und bleibt uns gewogen. Bis denn. Ciao. Ciao.